Er wird der neue irische Regierungschef, der bisherige Oppositionsführer Michael Martin. Mehr als 4 Monate nach der Parlamentswahl in Irland steht die neue Regierung. Sowohl die bürgerlichen Parteien Fine Gael und Fianna Fáil als auch die Grünen nahmen am Freitag in Urabstimmungen ihren ausgehandelten Koalitionsvertrag an. Schon an diesem Samstag soll Fianna Fáil-Chef Michael Martin zum neuen Premier gewählt werden. Nach 3 Jahren im Amt muss Leo Varadkar das Büro des Premierministers räumen, vorläufig. Der Posten des Regierungschefs wird zwischen den beiden großen Koalitionspartnern rotieren. Nach Martin soll Varadkar Ende 2022 wieder Premier werden. Irische Medien sprechen von einer historischen Koalition. Erstmals regieren die größten Parteien Irlands gemeinsam im Bündnis mit den Grünen und haben damit der linksgerichteten Sinn Féin den Weg an die Macht verwehrt. Diese war überraschend als Sieger aus der Parlamentswahl im Februar hervorgegangen, fand aber keinen Koalitionspartner. Sie übernimmt nun die Rolle als stärkste Oppositionskraft.